Hallo und Servus bei Geschichte Tag für Tag. Heute schreiben wir den 3. Oktober und wir haben noch 89 Tage. 382 nach Christus schließt Kaiser des Römischen Reiches Theodosius I. mit den Westgoten den sogenannten Föderalfrieden. Die Westgoten, ein germanischer Stamm, drängt schon seit einiger Zeit immer über die Grenzen des Römischen Reiches, auch natürlich kriegerisch. Und Rom sieht sich mehr oder weniger gezwungen, oder es ist ein kluger diplomatischer Schachzug, ihnen Land zuzuweisen, den Westgoten, sie als römische Freunde anzuerkennen und ihnen den Auftrag zu geben, das römische Weltreich an deren Grenze eben zu verteidigen. Allerdings merkt man schon, es kommen immer mehr germanische Stämme über den Limes, über die römischen Grenzen. Das sind so die letzten, Todeszuckungen des Römischen Reiches. Mit dem Friedensvertrag von Wien endet der Deutsche Krieg im Jahre 1866. Jetzt geht es erstmal darum, dass Österreich-Ungarn sich mit Italien eigentlich ausgesöhnt hat und aber Geländedefizite hinnehmen muss. Österreich muss die Stadt und den Staat Venedig an Italien abtreten. Man merkt schon langsam, auch mit diesem Freiheitskämpfer Garibaldi, dass sich jetzt in der Zeit Italien langsam zu einem richtigen Staat herausbildet. 1906 wird auf der internationalen Funkmesse zwischen der Telefunken AG und der Marconi Corporation das internationale Seenotrufsignal SOS Save Our Souls als weltumspannend bestimmt. Zum ersten SOS-Notruf kommt es von dem Schiff Slavonia, das im Jahre 1909 vor den Azoren Schiffbruch erleidet. 1918, kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, ernennt Kaiser Wilhelm II. Prinz Max von Baden zum neuen Reichskanzler. Dessen Amtszeit dauert allerdings nur bis Anfang November, denn Anfang November 1918 wird in Berlin die Republik ausgerufen. Kaiser Wilhelm II. Dankt ab und Friedrich Ebert wird der nächste Kanzler für das damalige Deutschland. Am heutigen Tage des Jahres 1936 läuft das erste Schlachtschiff bzw. Kriegsschiff der deutschen Kriegsmarine seit dem Ersten Weltkrieg vom Stapel. Und zwar handelt es sich um die sogenannte Scharnhorst. Sie ist Sinnbild des Wiedererstarkens des Deutschen Reiches, des Dritten Reiches, muss man jetzt sagen, zur See. Und das Dritte Reich allerdings verfolgt nicht den Seekrieg über Wasser, sondern den Unterwasser, denn sie rüsten sehr stark die Marine mit U-Booten aus. Und 1942 kommt es in Peenemünde auf dem Raketenversuchsgelände zum Start der A4-Rakete. Sie erreicht eine Höhe von über 80 Kilometern und eine Reichweite von, so 120 Kilometer. Sie gilt damit als die erste Rakete, die den Weltraum erreichen kann. Später wurde sie in V2 umbenannt und zur Bombardierung Londons benutzt. 1944 bombardiert die Royal Air Force die Halbinsel Walcheren, das ist im heutigen Staat Holland, eine Halbinsel, und zerstört die Deiche. Beide Teile dieser Landschaft werden überflutet, über 170 Menschen kommen ums Leben. Aber das Ganze gilt schon als Vorbereitung auf die kommende Invasion. So, ein Datum, 3. Oktober 1990. Immerhin haben wir heute Tag der Deutschen Einheit. Und ja, ich glaube, dazu brauche ich jetzt hoffentlich nichts zu sagen. Schönen Feiertag wünsche ich. Das soll es von mir gewesen sein.
Ich sage Servus und bis morgen.